Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy X. Wir sind jetzt hier am Tempel Kilika, wo wir gerade erst eine Schuppe von Sin besiegt haben und gehen jetzt mal rein. So, they got fiends in Zanarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Hey! Since one of you believe me about Zanarkin anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Lulus Worte sind schon hart, aber... Sie hat recht, ne? So, wir sind jetzt hier am Tempel und das sieht echt geil hier aus. So unter dem Glas, dieses Feuer. Das gefällt mir. Oh je. You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka-goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! Oof. We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down? They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left. Just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Nah. Na gut, dann wollen wir mal rein. Na, gehst du wohl? Tides. So, seid ihr denn bereit? Wollen wir gehen? Lord O'Holland, guide our feet. Ja, wir beten mal mit. A summoner, are you? My name is Yuna, from the Isle of Bisaid. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to.
My, my, my. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only two guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only one guardian. Right, Bartello? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either. So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartello, we're leaving. Okay. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? Ach, wir wollten ja auch noch darüber reden, ob Tidus nun mit zur Leibgarde gehören kann oder nicht. Ich würde mal sagen, wir folgen einfach, wenn wir dürfen. The faith is below. Let's do it! The faith? But first, the Cloister of Trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. Oh. Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can, okay? Ich will aber nicht warten. Oh, sure. Soon. Like tomorrow soon, I bet. Nee, ich will nicht warten. Ich kann nicht zurück. Nö, ich komm mit. Ich kann ja nicht hier sitzen und Däumchen drehen oder im Kreis laufen. Raus können wir auch nicht. Also, ab die Post. Where's Yuna? Then why are you here? Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Oder so. Let me go! Go! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? Hau doch einfach ab, Donna. Du mit deinem Tanga. This is bad. Really bad. Na komm, beim ersten Mal hast du es auch schon gemacht hier. Die heilende Prüfung. So. Ja, hier warten bringt eh nix. Only guardians allowed. And I'm sure no guardian. Well, I guess it's too late now. Okay, hier haben wir einen brennenden Spheroid. Das ist auch sehr schön. Spheroid von Kilika. Den nehmen wir an uns. Und stopfen ihn hier rein. Nice. Dann nehmen wir den wieder mit, weil die Tür ist ja jetzt verbrannt, ne? Genau. Hier ist noch ein Spheroid. Ich setze den jetzt mal hier rein. Oder?
Nee, ich sollte den in die Tür einsetzen, oder? Oder in das Ding da. Warte, ich nehme den wieder raus. Und setze ihn da rein. Kommt dann was? Ein Zeichen erscheint. Okay. Kann ich das dann jetzt berühren? Ja, kann ich. Okay, sehr viel Feuer. Huch, das Ding kann ich schieben. Hier kann auch ein Spheroid rein. Was bist du denn? Insigna. Was ist, wenn ich den hier reinsetze? Er scheint auch ein Symbol. Nee, tut's nicht. Es ist wieder weg. Okay, dann tue ich mal nichts. Ah, guck mal, jetzt ist hier der Altar. Und ich glaube, man musste den auf den... Hupsi. Auf den leuchtenden... Hallo. Auf den leuchtenden Fleck schieben. Tidus. Tidus. Schieb, Alter. Nein. Wieso schiebt der den denn nicht? Wie kann ich denn nochmal langsam laufen? So. Dann laufe ich einfach langsamer. Dann sollte das doch gehen. Genau. Na, geht doch. Sollte ich den hier vielleicht nehmen? Weil wie wir ja aus dem ersten Tempel wissen, gibt es hier auch wieder einen geheimen Schatz, den ich unbedingt... Ach, da ist einer drin, den ich unbedingt finden möchte. Da ist ein Spheroid drin. Sag das doch. So, dann gib her. Kann ich den da einsetzen? Ja. Ah. Aber es brennt hier noch. Okay. Da war ja ein Spheroid von Killika drin. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal den hier. Und setze den dort ein. Aha. Wunderbar. Hier haben wir dann den Spheroiden Fraktura. Ich glaube, ich gehe aber erst nach unten, hol den raus. Setz den hier ein. Und der Spheroid Fraktura muss dann da unten rein. So, gib her. Ah, wunderbar. Item gefunden. Ein roter Reif. Falsche Taste. Du kannst Reifen tragen. Blindschutz. Ui! Ja, gib her. Meins. So, den nehmen wir wieder raus. Perfekt. Jetzt kriegen wir bestimmt einen Haufen Ärger. Hi. Hey, Lulu. Whoa, whoa, whoa. It was Donna and that big muscle head man.
Yuna will be the one to suffer the consequences. What consequences? She could be excommunicated. Oh. Das war natürlich nicht unsere Absicht. The chamber beyond is a sacred place. Only summoners may enter. What? Even guardians can't go? It's taboo. Oh. Just wait. So what's in there anyway? The faith, remember? Oh yeah, that thing, right. The faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the faith emerge once again. That's what we call an aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin. Okay. Sprichst du mit mir? Ey! Ich wollte doch gar nicht da rein. Ja, okay, ich gehe ja schon. Ist okay, Lulu. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there, in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected. Somehow. At least to me it was. Maybe that's why, suddenly, I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come.